Mann ist Tobi Jeller mit der 66. Schneller waren wir noch die Audi GT. Tobi Jeller, der Sieger beim Straßenrennen um den Kreis der deutschen Automobilmetalle Süd. Der Sieger der Thailand-Rundfahrt erholt sich hier den Sieg im Straßenkreis von Super Merlbach. Die 66 in der Zeit von 3 Stunden, 45 Minuten und 2 Sekunden. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,9 Stundenkilometer, 345 und Siegerzeit. Und auf Platzzeit erwarten wir mit der Startnummer 30 Willi Herbst, den Traunsteiner, der hier ein ganz großes Rennen gefahren ist, ein großes Kämpferherz gewiesen hat, sich früh schon entschieden hat, in die Ausreißergruppe mitzugehen und dann kontinuierlich am Hinterrad und den tollen Wechsel mit Tobi Jeller unterwegs gewesen ist. Und ich freue mich auf das Interview mit den drei Erstplatzierten nachher bei der Siegerehrung, zu der ich Sie jetzt schon ganz herzlich einladen darf. Und natürlich auch zur Verlosung, die im Anschluss an die Siegerehrung stattfinden wird. Ja, ein weiterer großer Erfolg, meine Damen und Herren, in der Laufbahn des Tobi Jeller. Vieles hat er schon gewonnen in diesem Jahr und in den zurückliegenden Jahren. Der Sieg hier im Buch am Erlbach nach Platz 4 im vergangenen Jahr. Sicherlich ein Riesenerfolg für ihn, der ja ohne jede Mannschaftsunterstützung unterwegs sein musste und sich der geballten Kraft vom Team und Rücken gegenüber gesehen hat. So, das ist er, Willi Herbst vom RSV Traunstein für das Team Hermann Eif. Erik Hoffmann als Kunstmann, die 57 vom LKW in Brandenburg auf Position 6. Michael Koch und Martin Kiel, die 75. Wow, leider ein Rücken-Sprint hier, die 25 vor der 40. Ja, wir freuen uns gleich in aller Ruhe nochmal zum Ergebnis, meine Damen und Herren. Also, Position 3 war klar, Matthias Schlange von EKB in Brandenburg. Auch hier rangiert Müller, der deutsche Meister, 2016 der deutsche Meister gewesen. Im letzten Jahr hat er die China-Rundfahrt für sich entschieden. Auf Position 5 dann der Vorjahressieger Erik Hoffmann, Bester aus dem veranstalteten Team Bayer Coratec Landshut. Auf Platz 6 dann mit der 57 Michael Koch vom Kontinententeam EKB in Brandenburg. Auf Position 7, Henning Beck vom AC Langheim, der weiterhin Willi Schenk. Auf Position 8, Peter Renner vom Walter Herpersdorf.